Moin! Wir machen jetzt ein Video und ich zeig meinen dicklichen Freunden hier, dieser traurigen Runde hier, zeige ich jetzt erstmal, was ich auf meinem Desktop noch an Bildern habe. Freunde, seid ihr bereit? Ja. Freust du dich, Zappi, zappi mal bitte? Wie sehr freust du dich? Ja. Das erste Bild heißt Schwein. Was könnte es sein? Das ist das Redschwein. Ganz Selfie. Kurze Frage. Ja? Ja. Das muss ich vielleicht irgendwie vorstellen? Also nur... Ja, gut, dann machen wir es halt so. Also, wir haben halt Zabi. Zabi ist da. Niklas. Ja, bei dir. Lass mal anfangen. Oh, Junge, ich hab voll Wasser in der Nase, ja. Alter. Ach komm, Felix, stell dich doch auch nochmal vor. Oh, lüder Joke. Komm, Felix, sag doch mal was. Felix. Alles klar. Das erste Bild heißt Schwein. Was ist drauf? Gitarre. Du selber hast ein Selfie. Pass auf, soll ich es reinschicken? Ja, bitte. Ja, tu's. Ich weiß nicht, warum ich es auf dem Desktop habe, aber es ist legit einfach ein Bild von einem Schwein. So. Das ist einfach eine Sau. Das ist obvious. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das da liege. Aber Junge, die Sonne nattet so hart gerade. Ja, safe. Ist es nicht so, dass ein Schweineorgasmus irgendwie eine Stunde geht oder nee, so? Nee, eine halbe Stunde. Ja, ich match einfach halbe Stunde. Kannst du nichts damit anfangen. Halbe Stunde liest du im Bock mit deiner Kippe danach. Wir hauen direkt das nächste Bild hinterher. Das Bild ist keiner Curse. Das Bild heißt Moin Moin Minecraft. Moin Moin Minecraft? Moin Moin Minecraft? Was ist da drauf? Sehr schwierig. Ist es ein Classic? Ist es ein Classic aus der Heckensammlung? Ist das was mit Unge? Nein. Ist das von Simon? Nein. Zabi, hast du noch einen Tipp? Das hat was mit Minecraft zu tun, würde ich sagen. Ja, naja, nicht ganz. Aber ich schick's mal rein. Mhm. Ihr lasst euch selbst überzeugen einfach nur. Mhm. Lasst das Bild wirken. Okay. Oh, ist nicht so. Warum ist das nicht dein Twitter-Banner? What the fuck? Das ist, Digga, das ist Gamescom 2014, glaube ich. Und da war Mr. Morgan. Und ich hab ein Bild mit Mr. Morgan gemacht, Alter. Dummer Penner ist auch ein Bild mit Kelly, wie immer noch sauer. Junge, das ist einfach. Oh. Imagine, das bin ich einfach mit einer Kurzhaarfrisur und wie lächerlich ich da aussehe. Ich sehe aus wie, weiß ich nicht, wie Bastian Pastewka, aber ohne Geld. Weißt du, das ist so eine Budget-Version. Ich sehe bei so Criminal Detectives ist das so ein Recap-Bild. Ja. Wie heißen diese Ranzen auch aus der Grundschule, diese viereckigen? Samsonite, nee. Nee. For you. Digga, du siehst nein, aus wie auch nicht. Wie ein 45-Jähriger. Scout! Mit solchen Scout-Ränzen irgendwie in den Aldi einkaufen geht. So siehst du aus. Ja. Du siehst aus auf dem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber da sieht er aus wie ein Moritz. Er sieht aus wie ein Moritz, oder? Ja, safe. Please. Okay. Dann haben wir noch ein schönes Bild aus meiner Kindheit, was mich sehr gut getroffen hat auch. Niklas kennt es, glaube ich. Das Bild heißt Urlaubsgrüße. Ja, ich kenne das Bild. Oh nein. Ihr kennt es, glaube ich, nicht, Jungs, oder? Nee. Okay, dann präsentiere ich euch. Warte mal. Oh, ich muss das nochmal hier so. Was für Zeit. Ach, scheiße. Warte mal, da. Ich hab, glaube ich, ein Mistake gemacht. Ist wieder eine Move? Moment. Ist eine Move-Datei. Es ist nur eine Verlinkung, es ist so wack. Enke, wir haben schon wieder Uhrzeit. Fadi hat heute noch ein bisschen was auf Ja, Fadi hat die Zeit noch. Hier ist es auch. Ah. Guck mal. Freunde, darf ich euch präsentieren? Falls du Urlaubsgrüße? Ja, Alter, da ist Moritz. Rate mal, wie alt er da war. Wie alt er da war? Boah, Digga. 17. 17? Zabi, noch einen Tipp? Ich sag 14, 15. Richtig, ich war 15 Jahre alt tatsächlich. Boah, Philo, er ist älter auf dem Bild als du jetzt. Aber, Digga, real talk. Ich sag dir ehrlich, wer sucht sich denn eine Brille im Optikerladen seines Vertrauens raus und denkt sich denn, ja, Mann, die Brille sieht nice aus. Wer macht denn Passbilder im Optikerladen seines Vertrauens? Jeder normale Mensch geht zum Fotograf. Ey, aber jetzt, guck mal, das war auch eine Zeit, sag ich ehrlich, jetzt ein bisschen Deep Talk, aber die Brille wollte ich nie tragen. Ja, das sieht man. Ich hab die einfach nur gehabt, damit ich eine Brille hab, weil ich ja erst später so ein bisschen kurzsichtig geworden bin und ich hab's gehasst. Du siehst aus wie jemand in so einer Kinderserie, der in der Schule schwerst gehänselt wird und irgendwann wird er so ein super Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich hat. Ja. Hast du das ganz kurz, warte. Ja. Hast du das Foto selber geschossen? Das da? Ja. So einen langen Arm habe ich nicht. Das hat meine Mutter, glaube ich, gemacht. Ich will auch kurz daran erinnern, wie merkwürdig diese Person da hinten auf der Liege liegt. Ja, true. Mit den What Beinen the fuck? Einfach so auf dem Kopfteil. What? Das ist halt verflucht. Es ist unerwartet cursed. Okay. Ich habe noch eins, das habe ich auch von meinem Kumpel Miguel bekommen. Ich möchte es euch präsentieren.
Digga, ich sehe da einfach aus wie so ein, wie so ein 50-Jähriger, der WoW spielt, Mann. Wirklich, das ist einfach. Der aber auch immer raucher Pause nach jedem Try. Ja, drauf. Genau. Ja. Dann, und warum setzt er sich da hin und macht solche Bilder? Warum? Man könnte doch auch was Schönes in der Zeit machen. Ich weiß nicht. Also, wenn du gebührenfinanziert quasi arbeitest, ich glaube, dann ist auch einfach dein Leben super oder hast du Zeit für so einen Quatsch. So, und dann, dann hab ich noch für euch das Grand Finale vorbereitet. Und zwar Niklas' Vorgänger. Das Bild heißt Abgenickt. Abgenickt? Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, es ist irgendwas ganz, ganz Schreckliches, so an der Grenze zum Toss, möchte ich mal fast sagen. Nee, aber nee. Von deinem Manager abgenickt, ja, bitte schick's jetzt hier in die Nee, es ist abgenickt. Und zwar ist das der Vorgänger von Niklas. Ich glaube, auf der Gamescom habe ich Technik getroffen von Saturn. Yo! Alter! So geil, Junge. Ey. Ich glaube, der Typ hieß. Oh, wie hieß Antoine Monod oder so? Antoine, ja. What the fuck, Alter? Digga, das ist doch Gronkh! Ja, genau. Das wäre Gronkh. Grad. Und den haben wir da getroffen, so einfach random, der ist da so auf wichtig mit dem Koffer durchgegangen. Was würdet ihr sagen, wie war mein Drip-Level zu der Zeit? Mit dieser komischen Lederkette? Junge, was rockst du heute, Philo? Junge, was rockst du heute, ey? Henke hat's einfach durchgespielt. Junge, diese Kette einfach, wirklich. Hast du auch so ein Fußband getragen? So ein blödes? So eine holzernes? Nein. Junge, Henke sieht einfach so verloren aus, als wüsste er gar nicht, was da gerade passiert. Ey, da war ich komplett verloren. Und sah auch einfach noch eklig aus im Gesicht. Das ist ganz. Wann war das, 2014 oder 15? Das war 14. Mit Pucki warst du da, ne? Da war ich mit Pucki, ja. War ich mit Pucki bei der Gamescom. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Zabi, möchtest du eine kleine Abmoderation abhalten? Freunde der grenzenlos guten Unterhaltung, wir bedanken uns mal wieder in aller Form, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem wöchentlichen Qualitätskontrollen.